Es hört einfach nicht auf. Die Lust, neues Gitarrenequipment zu kaufen, lässt mich einfach nicht los. Dabei habe ich objektiv gesehen alles, was man zum Musikmachen auf amtlichem Niveau braucht. Es gibt Phasen, in denen ich auch ganz zufrieden bin mit dem, was ich habe. Aber dann genügt wieder ein kleiner Impuls, um das Gedankenkarussell anzuwerfen und eine tagelange Online-Recherche auszulösen. Sollte man nicht komplett auf Custom-Shop-Instrumente setzen? Die gewinnen doch künftig auch noch an Wert, oder? Ich meine, ich habe zwar schon eine Custom-Shop-Strat, aber wie bescheiden sieht daneben eine Yamaha Revstar aus? Sollte man nicht auch mal mehr Geld in die Hand nehmen und vielleicht in eine 59er Murphy Lab investieren? Oder vielleicht doch ein Zeichen setzen für modernen, innovativen Gitarrenbau made in Germany? So eine Nick Huber stünde mir doch auch gut zu Gesicht, oder? Ende 2016 hatte ich eine Phase, in der ich all meine Gitarren verkauft habe, ohne dass es mir schwer fiel. Warum? Naja, ich erkannte, dass es unbefriedigend ist, viele Gitarren zu haben, aber nicht viel Zeit mit jeder einzelnen verbringen zu können. Also nur eine Gitarre haben heißt ja, ich kann diese Gitarre viel intensiver kennenlernen, wenn meine ganze Spielzeit mit diesem einen Instrument verbracht wird. Klar, aber es gab damals auch noch andere Gründe. Ich hatte all meine Unterrichtsjobs hingeschmissen, um mich YouTube intensiver widmen zu können. Und da musste ich natürlich auch mit wenig Geld klarkommen. Und die Zusatzeinnahmen von den Verkäufen meiner Instrumente konnte ich damals gut als Zuschuss zu meinem Lebensunterhalt und auch für wichtige Anschaffungen wie Video-Equipment gebrauchen. Und für Videoaufnahmen braucht man auch zumindest etwas Platz. Mit jeder Gitarre weniger in meinem kleinen Arbeitszimmer wurde es einfacher, für die Videos Platz zu schaffen. Deswegen mussten irgendwann meine Verstärker auch noch gehen. Ich merkte, dass noch mehr Platz noch besser ist und dass man heutzutage ohnehin einfacher und schneller ohne Gitarrenverstärker aufnehmen kann. Also da sprachen gleich einige Argumente für dieses Minimalismus-Experiment, wie ich es damals nannte. Aber wieso bin ich heute, 2023, davon gedanklich wieder ganz weit weg? Immerhin besitze ich mittlerweile insgesamt 8 Gitarren wieder, einen kleinen Röhrenverstärker, einen Modeler, eine Aktivbox, viele Effektgeräte und so weiter. Klingt nicht mehr so ganz nach Minimalismus, oder? Naja, die Idee des Minimalismus unterschreibe ich nach wie vor total. Aber das Verlangen nach dem Glück des Neukaufs, mit allem, was man da auch reinprojizieren kann, die ist irgendwie trotzdem immer noch da. Und die Gefahr ist, dass es neue vermeintliche Vernunftargumente gibt, mit denen man versucht, diesen Kaufzwang immer wieder logisch zu untermauern. Also sowas wie, ich habe doch heutzutage genug Geld, 2000 oder 5000 Euro für eine neue Gitarre ändern doch nicht wirklich was an meiner Lebensrealität in der Hinsicht, dass ich mich anderswo jetzt groß einschränken müsste. Oder ich bin doch Profi, unterrichte andere und sollte daher auch beim Equipment keine Abstriche machen. Alles sollte vom Feinsten sein, das bin ich meinen Videozuschauern doch schuldig. Oder ich bin doch in diese größeren Räumlichkeiten gezogen, hier gibt es doch kein Platzproblem mehr. Hier könnte ich doch auch mal wieder 3 Röhrenverstärker hinstellen und vergleichen, die ich mir natürlich erstmal kaufen muss. Oder, mein Favorit, ich plane eine Band zu gründen, die sich musikalisch der Stilistik XY widmet. Und dazu müsste ich mir aber als erstes mal die passende Gitarre und den stiltypischen, bühnentauglichen Verstärker kaufen. Das mit der Bandgründung hat ja noch Zeit, aber dann habe ich schon mal die Ausrüstung beisammen. So geht das bei mir mit Pausen schon seit ich Gitarre spiele. Kennst du das auch? Aber ich will jetzt bewusst gegensteuern. Natürlich ist es gar nicht in jedem Fall schlecht, was Neues zu kaufen. Versteh mich nicht falsch, aber bitte aus den richtigen Motiven und mit den richtigen Konsequenzen, siehe Bandgründung, es dann auch tun. Ich habe mir für mich selbst, aber auch für dich, wenn du magst, 7 selbstkritische Fragen überlegt, die verhindern sollen, dass ich einfach nur aus Lust und Laune ständig wieder was Neues kaufe. Und diese Fragen können mir sogar helfen, den Blick fürs Wesentliche wiederzubekommen und mit mehr Freude Musik zu machen. Es kann also passieren, dass ich nach meinem 7 Fragen Selbstverhör zu dem Schluss komme, ja, es bleibt dabei, ich sollte und ich werde mir diese neue Gitarre kaufen. Aber viel häufiger ist das Ergebnis, dass ich sage, nee, das war eigentlich eine Schnapsidee, du brauchst dir das nicht zu kaufen, lass es bleiben, es gibt schlauere Maßnahmen. Hier also die 7 Fragen. Erstens, ist das Geld, das mich die neue Gitarre kosten wird, wirklich komplett verzichtbar an anderer Stelle? Habe ich genug Puffer für unvorhergesehene Dinge des täglichen Lebens, Autoreparaturen? Habe ich ein paar Monate Puffer, falls ich mal beruflich umsatteln will, was Neues machen? Habe ich Reserven für steigende Energiekosten, für Steuern, für Krankenkassenbeiträge? Wenn ich das Geld, statt es auszugeben, spare und zum Beispiel in einen ETF investiere, kann ich es auch bei zurückhaltender Prognose in 10 Jahren mindestens verdoppeln, in 20 Jahren vervierfachen. Also jedes Jahr eine 2000-Euro-Gitarre nicht zu kaufen, kann für meine finanzielle Zukunft einen riesigen Unterschied machen.
Eine gekaufte Gitarre jedoch, die nach der Anfangseuphorie einfach nur noch zustaubt oder im Koffer unterm Bett liegt, macht für meine Zukunft eher keinen großen Unterschied. Tue ich mir also wirklich einen Gefallen, wenn ich jetzt diese Gitarre kaufe? Zweitens, die berühmtesten Gitarristen sind doch in der Regel schon alleine über die zugehörige Gitarre erkennbar, oder? Du siehst die Gitarre, weißt, wer gemeint ist. Ich rede jetzt nicht nur von Eddie Van Halen oder Brian May, die selbst Hand angelegt und quasi ein eigenes Modell kreiert haben. Alle Gitarristen mit einem wiedererkennbaren Sound haben diesen Wiedererkennungswert doch nur, weil sie nicht ständig alles gekauft haben, was ihnen einfiel. Bei Angus Young denkt man doch sofort an Gibson SG und Marshall JTM45. Bei Stevie Ray Vaughan vielleicht an Fender Strat und Fender Super Reverb. Bei James Hetfield an eine ESP-Gitarre und Mesa Boogie Rectifier und so weiter. Ganz zu schweigen von den vielen Leuten, die speziell nach ihren Wünschen gebaute Signature-Modelle spielen, oftmals über Jahrzehnte. Ich denke da an Steve Lukather, Steve Morse, Eric Johnson, Carlos Santana, Steve Vai. Wer bin ich denn, dass ich 20 verschiedene Instrumente bräuchte, um mich musikalisch auszudrücken, wenn diese Stars mit einem Modell alles machen können? Und ist es nicht viel leichter, sich auch im kleinen Rahmen vielleicht einen Wiedererkennungswert zu schaffen, wenn man immer wieder auf derselben Gitarre spielt, dass vielleicht sogar die Leute nach deinem Gig sagen, Mensch, Christian Konrad, das ist doch der, der immer mit dieser silbernen Strat spielt und vielleicht über den Strymon Iridium. Also einfach formuliert, mit weniger Zeug kann man viel besser für Aufsehen sorgen und im Gedächtnis der Leute bleiben, als wenn man jeden Tag oder jeden Gig eine andere Gitarre spielt. Tue ich mir also wirklich einen Gefallen, wenn ich jetzt was Neues kaufe? Drittens, habe ich das, was ich bereits besitze, denn schon so weit ausgereizt, dass es mir kein Potenzial mehr bietet? Bin ich wirklich der Meinung, ich benötige noch Klänge, die mit meiner vorhandenen Ausrüstung gar nicht machbar sind? Denn wie vorhin schon kurz angesprochen, je weniger Zeug ich besitze, desto mehr Zeit hätte ich auch, mich mit dem Wenigen zu beschäftigen und aus dem vorhandenen Equipment mehr rauszuholen. Zum Beispiel besitze ich ja, wie gerade gesagt, den kleinen Modeler namens Strymon Iridium. Mit dem habe ich mich anfangs mal eine halbe Stunde richtig beschäftigt, Einstellungen, Anschlüsse und sowas, und seitdem nie wieder. Ich nehme es eigentlich immer in derselben Einstellung. Jetzt bin ich diese Woche über einen YouTube-Kanal gestolpert von Super Danger Studios, wo jemand viele tolle Sounds aus diesem kleinen Amp rausholt und erklärt, sodass ich sofort wieder anfing, mich mit dem vor Jahren gekauften Equipment zu beschäftigen. Besser klingen kann es doch immer nur, wenn man sich viele Informationen und Inspirationen besorgt und das dann mit Ruhe ausprobiert. Hätte ich jetzt neben dem Strymon Iridium auch noch den Line 6 Helix, Neural DSP, Quad Cortex, XFX und wie sie alle heißen, dann würde das ja meine Zeit immer mehr zerteilen, sodass ich keinen dieser Modeller richtig in der Tiefe kennenlernen kann. Und weil ich besonders wenig technisches Interesse mitbringe, ist für mich der recht einfach aufgebaute Strymon Iridium zu Recht die erste Wahl und das Gerät, das ich in- und auswendig kennen sollte, um hervorragende Sounds damit hinzukriegen. Andere machen es mir ja vor. Tue ich mir also wirklich einen Gefallen, wenn ich jetzt was Neues kaufe? Viertens, kann ich meine Vorhaben, die ich mit dem neuen Equipment verbinde, nicht auch ohne die Neuanschaffung umsetzen? Man kennt die Frage so ähnlich aus Büchern zur Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du so reich wärst, dass Geld in deinem Leben gar keine Rolle mehr spielte, womit würdest du dann, wenn du die Weltreise und alles schon gemacht hast, deinen Alltag verbringen? Und da kommt ja dann oftmals raus, ich würde wieder arbeiten gehen, vielleicht was Schöneres, einen schöneren Job suchen, einen eigenen Laden aufmachen oder in einer anderen Firma arbeiten. Aber die Message dabei ist, dass die Langzeitvision der meisten Leute, wie der optimale Alltag für sie aussehe, oft nicht so fern ist und dass man dazu gar keine Millionen auf dem Konto braucht, um es umzusetzen. Das können wir komplett auf die Gitarre übertragen. Was wäre denn mit meiner Traumvision, mit der Custom Shop Les Paul, sagen wir mal, und dem Fender Super Reverb, auf die ich gerade Lust hätte? Antwort: Ich würde eine Band gründen und damit die Musik spielen, auf die ich total Lust habe. Frage an mich selbst: Warum mache ich das denn nicht erstmal mit dem Equipment, das ich schon habe, die Band gründen? Wenn man dann auf der Bühne merkt, der vorhandene Verstärker hat doch noch ein bisschen zu wenig Leistung oder sowas, dann könnte man ja perspektivisch immer noch den Super Reverb kaufen. Aber vielleicht erstmal anfangen mit dem, was man schon hat. Wir machen uns gerne was vor, wie ich früher, als ich Country-Gitarre lernen wollte. Erstmal muss ich mir eine Telecaster kaufen, vorher muss ich gar nicht anfangen. Dabei gibt es viele tolle Country-Gitarristen, die auf einer Strat spielen oder sogar auf einer alten Konzertgitarre und hervorragend damit klingen. Tue ich mir also wirklich einen Gefallen, wenn ich jetzt was Neues kaufe? Fünftens,
Diese Frage ist sicherlich vor allem für die Gitarristen interessant, die wie ich auf Lötarbeiten, Einstellungen zum Gitarrenbauer gehen, Saiten aufziehen und sowas keine Lust haben. Die Frage lautet, will ich mir das wirklich wieder antun, eine neue Gitarre zu kaufen, auf die ich ja zumindest erstmal die Saiten meiner Wahl aufziehen muss. Wahrscheinlich muss ich sie dann komplett neu einstellen. Vielleicht ist die Gitarre auch so weit von meinem Wohlfühl-Spielgefühl entfernt, dass ich dann noch zum Gitarrenbauer muss. Ich denke da an scharfe Wundkanten, Deadspots, suboptimale Mechaniken, die getauscht werden müssen, rasselnde Teile. Bei einer neuen Gitarre, gerade wenn man sie unbesehen online bestellt hat, ist alles möglich. Und da gibt es oftmals noch ganz schön Optimierungsbedarf, bis man richtig zufrieden ist. Und das ist für mich persönlich Stress. Man vergisst ja so schnell, was in den vorhandenen Instrumenten alles schon an Vorarbeit drinsteckt. Ich war mit fast jeder meiner Gitarren schon beim Gitarrenbauer. Tue ich mir also wirklich einen Gefallen, wenn ich jetzt was Neues kaufe? Sechstens, habe ich denn überhaupt Platz für eine weitere Gitarre oder gar für einen Verstärker mit Box? In aller Regel bedeutet das ja zwei Kartons, jede Menge Füllmaterial, Gitarrenkoffer oder Verstärkerhülle. Alles Zeug, das ich nicht brauche, das dann aber irgendwo aufbewahrt werden muss. Vielleicht verkauft man die Gitarre ja auch weiter und braucht den Originalkoffer, die Kartons auch noch. Du verstehst die Idee. Klar, ich habe ja gesagt, ich habe hier wesentlich mehr Platz als zu Hause für meinen ganzen Video- und Gitarrenkram. Aber trotzdem ist der Platz ja hier auch kostbar. Jeder Raum ist schnell zugestellt mit Zeug, wenn man nicht aufpasst. Und ich genieße es doch auch so sehr, den Platz zu haben. Tue ich mir also wirklich einen Gefallen, wenn ich jetzt was Neues kaufe? Und die letzte Frage, Frage Nummer 7. Haben meine Equipmentkäufe des letzten Jahres über die ersten 4 Wochen hinaus irgendeinen positiven Einfluss auf mein Spielverhalten gehabt? Also spiele ich jetzt häufiger, länger, zufriedener? Klingen meine Gitarrenaufnahmen damit besser? Wenn nicht, habe ich den Beweis. Es liegt dann nicht am Equipment, sondern an mir selbst. Schließlich habe ich mich ja bei allen Neuanschaffungen vorher online informiert und mir das Zeug in Ruhe angehört. Hätte es in den Videos nicht hervorragend geklungen, hätte ich es ja gar nicht erst gekauft. Wenn es also jetzt in meinen Händen nicht den entscheidenden Durchbruch gebracht hat, dann liegt das doch nur an mir. Dann sollte ich vielleicht daran arbeiten, mehr üben, mehr live spielen, mal Unterricht nehmen, einen Videokurs kaufen und den auch durcharbeiten. Aber dann ist neues Equipment mit Sicherheit nicht die Lösung. Tue ich mir also wirklich einen Gefallen, wenn ich jetzt was Neues kaufe? Das waren die 7 Fragen, die ich mir heutzutage stelle, bevor ich mir was Neues kaufe. Meistens tue ich es dann doch nicht. Aber wenn ich nach diesem Selbstverhör immer noch sagen kann, ja, ich sollte diese neue Gitarre haben, es gibt berechtigte Gründe, dann weiß ich auch, dass es sich um eine durchdachte, vernünftige Entscheidung handelt. Und dann kann ich auf Basis dieses Vorabchecks auch kaufen ohne Reue und mich über meine Neuanschaffung voll und ganz freuen. Ich hoffe, ich kann dir mit meiner kleinen Fragensammlung künftige Fehlkäufe ersparen oder dir helfen, dich einfach ein bisschen zu zügeln. Du machst dir nämlich selbst die Freude über eine neu gekaufte Gitarre kaputt, wenn du sofort 4 Wochen später die nächste kaufst. Es ist viel schöner, wenn das die Ausnahme bleibt. Und dieses nicht sofort beim ersten Gedanken kaufen, kann man trainieren. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und wenn du dich mehr mit deiner Gitarre auseinandersetzen willst, dann habe ich noch 2 gute Anregungen für dich. In diesem Video zeige ich dir alle Tonleitern, die ich jemals geübt habe und sage dir, welche wofür wichtig ist. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einfachen Tricks deinen Gitarrensound fetter klingen lässt, auch ohne eine neue Gitarre. Bis bald!